Und hiermit herzlich willkommen beim Tuxa. Ja, dieses ist mein erstes Linux-Video und in diesem Video geht es darum, Arch Linux auf meinem Hauptrechner zu installieren. Und ich wollte nicht ganz radikal vorgehen, weil ich behaupte einfach mal, Arch Linux installieren ist dann doch nicht ganz so einfach wie zum Beispiel ein Ubuntu-System oder ähnliches. Deswegen habe ich dann angefangen, das Ganze in einer virtuellen Maschine zu testen. Und ja, es hat sogar funktioniert, es ist nicht perfekt, ich weiß. Aber dennoch startet der Rechner durch, oder beziehungsweise in dem Fall die virtuelle Maschine. Okay, jetzt habe ich hier vergessen, die CD auszuhängen in der virtuellen Maschine. Deswegen wähle ich jetzt hier, genau, Arch Linux mit Group. Und das Group möchte ich auch beibehalten, weil bin ich bis jetzt eigentlich ganz zufrieden. Wir müssen kurz einen Moment warten, bis er hochfährt. Dann kann ich mal ganz kurz einen Einblick geben, was ich bis jetzt erreicht habe. Und natürlich auch in erster Linie, was ich noch nicht erreicht habe. So, da ist schon mein Login. Ich habe zwei Benutzer angelegt. Nikolai, ja, der Name kommt daher, da ich mich eigentlich strikt nach einer Anleitung von dem YouTuber Unix.de heißt er, glaube ich, genau, gehalten habe. Ich bin da im Endeffekt 1:1 vorgegangen und habe das jetzt hier auf meiner virtuellen Maschine dann übernommen. Und habe dann halt eben nur noch mich als Benutzer noch hinzugefügt. Ja, es dauert jetzt einen Moment. Ja, gut, GNOME ist natürlich im Gegensatz zu Arch Linux, welches eigentlich ursprünglich vom Unix installiert wurde. Etwas träger, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das ist beim Starten, ja, braucht er ein bisschen länger, aber wenn das Betriebssystem einmal da ist, so wie jetzt, also dann kann man damit super arbeiten, ohne Geschwindigkeitsverlust oder zumindest nicht spürbar, messbar höchstwahrscheinlich ja. Also ich bin von der ersten Stunde an GNOME-Fan und ich denke mal, ich werde es auch bleiben. Ja, was habe ich jetzt hier noch gemacht? Ich habe, glaube ich, noch ein, zwei Software installiert. Ich glaube, Chromium habe ich noch nachinstalliert. Und das war es im Großen und Ganzen auch. Also es hat funktioniert auf der virtuellen Maschine. Ist für mich schon ein kleiner Erfolg, keine Frage. Aber wie gesagt, das Endziel ist ja, das Ganze auf dem Laptop zu bekommen. Und ja, deswegen auch dieses Video. Ich denke mal, es wird Mehrteiler werden, weil ich werde wirklich Step für Step werde ich alles mitfilmen und so ein bisschen kommentieren. Ich hoffe mal, dass da so ein bisschen Feedback von euch kommt, vor allem was falsch war, was ich falsch gemacht habe oder was ich hätte besser machen können, was überflüssig war. Es würde mich sehr freuen, wenn einer oder andere Kommentar da unter meinem Video erscheinen wird. So, bevor es losgeht, vielleicht noch ein paar Informationen zu meinem Rechner. USB Unterstrich Release minus A. Falsch geschrieben. Warum habe ich es falsch geschrieben? Nicht USB, LSB natürlich. Was haben wir denn? Ein Ubuntu 18.04. LTS-Version. Und sagen wir, ein Kernel. UNA minus A. Sagt mir 4.15.0.22. Also zum Zeitpunkt des Videos relativ aktuell. Ich meine, Arch Linux hätte sogar schon 0.16. Das können wir eigentlich mal testen. Ein paar Unterschiede zwischen Ubuntu und Arch Linux, die mir jetzt schon mal jetzt so aufgefallen sind. Jetzt muss ich die virtuelle Maschine nochmal starten. Muss ich wieder auf Boot gehen. Ja, vor allem wichtig ist mir natürlich auch, dass ich GNOME bei Arch installiere, weil wie gesagt, ich habe schon so viele Betriebssysteme schon getestet und für mich persönlich ist jetzt GNOME so das einzigste wahre Oberfläche, wo ich mich so richtig drin wohlfühle. Das soll jetzt nicht heißen, dass die anderen Oberflächen schlecht sind, aber wie gesagt, das ist und bleibt mein Favorit.
Ich habe damals mit GNOME 2 angefangen, beim ersten Ubuntu-System, das war 8.04, also genau vor gut 10 Jahren. Davor war ich bei OpenSUSE, nein, nicht OpenSUSE, wie hieß das nochmal? SUSE Linux hieß es damals noch. Das waren so meine ersten, ja, Linux-Bekanntschaften, die ich gemacht habe. Bin dann eigentlich seit 2008 bei Ubuntu immer treu geblieben. Ja, und jetzt, wo das Internet mit Arch Linux ja sich immer mehr füllt und ich auch wieder in 10 Jahren so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, obwohl ich mich eigentlich immer noch nicht als ja, vielleicht fortgeschrittener, maximal würde ich mich jetzt einstufen, aber natürlich logischerweise nicht als Experte. Dafür habe ich mich eigentlich auch zu wenig mit der ganzen Materie beschäftigt. Das möchte ich jetzt hiermit so ein bisschen ändern. Möchte ein bisschen tiefer eintauchen. Ja, um das ganze Linux als solches besser kennenzulernen. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Außer rumquasseln. Den Kernel mal checken. U-Name minus A. Gibt's nicht. Ach so. Ich habe jetzt hier noch die falsche Tastatur aktiviert. Genau, hier haben wir nämlich ein Kernel 4.16. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Ich stelle den Terminal mal eben so ein bisschen anders ein. Grün, grau, was haben wir noch? Hellgelb. Also kann man das. Sieht zwar nicht schön aus, aber man kann es wenigstens besser lesen. Also wir haben hier einen Kernel 4, 16, 13. Was ist eigentlich, wenn wir hier eingeben? LSB Unterstrich. Erstmal muss ich den Key ändern. Ja, das nochmal. Load Keys minus DE. Ne, ohne Minus. DE minus Latin 1. Ich glaube, so war der Befehl. Ja, ich sollte auch ein Minus eingeben. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder ohne S? Machen das mal auch erstmal nur DE. Geht nicht. Warum geht das nicht? Okay. Geben wir jetzt erstmal so ein. Shift-Fragezeichen. Gut. Release. Minus A. Wer ist denn, ey? Was habe ich schon falsch geschrieben? Release. Release habe ich geschrieben. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, warum der Befehl jetzt hier nicht geht. Das wäre mal interessant zu wissen. Wenn ich ihn unter Ubuntu eingebe. Una minus A LSB Unterstrich Release minus A. Ja, gebe ich das jetzt hier ein. Da haben wir schon mal einen schönen Unterschied. Wer will denn nicht? Warum auch immer. Gut, was haben wir noch für Unterschiede? Mir ist aufgefallen, unter Ubuntu haben wir hier den Software Center. Kennt jeder. Und unter Arch, wie komme ich jetzt in Arch rein? So. In der virtuellen Maschine. Da haben wir es erstmal vom Namen her. Hier heißt es Software. Und unter Ubuntu heißt es Ubuntu Software. Okay, das Ganze heißt eigentlich nur GNOME Software. Gehen wir einkaufen. Klicken wir da mal drauf. Da war ich auch sehr überrascht. Ich denke mal, dass die Softwarepakete erstmal ein bisschen verschieden sind. Oder können wir miteinander mal vergleichen. Was haben wir unter Ubuntu? Hier war bestimmt vollgeschüttet.
Da ist natürlich auch viel Müll dabei. Wir könnten ja mal ein paar Versionen abchecken. Zum Beispiel könnten wir mal. Welches Programm wäre interessant? OpenShoot wäre interessant. Ich habe doch hier vorhin noch was Interessantes entdeckt. VLC zum Beispiel. Jetzt gehen wir mal unter Ubuntu. VLC. Ha, so hat er gleiche Bild. Krass. Das ist schon mal 1 zu 1 gleich. Jetzt kommen wir mal hier ein bisschen hoch. Hier haben wir die Version 3.0. Die haben einfach nur Stable. Okay. Interessant ist natürlich, hier habe ich 156 Kilobyte und unter Arch 74 Megabyte heruntergeladene Größe in der Sandbox. Okay. Gut, weiß nicht, ob das Ubuntu auch macht in der Sandbox. Ja, das sind wohl dann schon. Vielleicht läuft auch alles unter Arch unter der Sandbox. Ich weiß nicht. EasyTag ist noch interessant. Dann haben wir auch EasyTag. Ja, das hier muss man natürlich ein bisschen mehr suchen. Haben wir ja gar nicht. Haben wir nicht. Kein Easy. Das gibt's doch nicht. EASY. Easy. Nee, haben wir nicht. Kein EasyTag. Aber könnte man das denn nicht? Ups. Über den Terminal installieren. Ja, ich habe jetzt hier noch XFCE Terminal drin, weil ich vorher ursprünglich XFCE installiert habe. Ja, das ist doch mal eine schöne Farbe. Fein. So, wie ist das denn nochmal? Software installieren über ein Terminal. Das geht natürlich nur bei sudo oder Superuser. Pacman minus groß S. Jetzt geben wir mal den Namen ein. EASY. Ja, wie schreibt sich das jetzt? Easy. Easy Tag, ein Wort. Weiß ich nicht. Ich gebe einfach mal das so ein. Will er nicht. Easy Tag oder Easy minus Tag. Auch nicht. Was schreibt er denn hier? SU ungültig. Achso, man muss sich, glaube ich, vorher als Root einloggen. Versuchen wir das mal. Es gibt den Befehl nochmal ein, nicht OpenShoot. Pacman minus S minus S. Leerzeichen vergessen. EASY Tag. Muss ich auch die Tastatur aktivieren. EASY Tag. Ja, genau, einfach Easy Tag. Es tut sich was, es tut sich was. Löse Abhängigkeiten aus. Also es kann sogar sein, dass man das auf diesem Weg installieren kann. Da bin ich ja mal gespannt. Also ich kenne nur diesen Befehl oder diese Vorgehensweise zum Installieren von Paketen bzw. von Programmen. Vielleicht gibt es da noch eine andere Möglichkeit, im Terminal etwas zu installieren. Also erst SU und dann Pacman starten. Vielleicht geht das hier auch noch einfacher. Oder anders, würde mich auch mal interessieren. Ja, und interessant ist natürlich jetzt hier, oh, jetzt war ich ein bisschen zu schnell, dass hier erstmal so eine schöne Auflistung kommt, ne? Welche Pakete mit installiert werden, das finde ich total klasse. Und ja, wie groß die Datei ist und im Endeffekt nach der Installation sein wird. Dann, ich mache das hier auch mal ein bisschen größer. Das finde ich auch total klasse an Arch Linux. Na, hier sind schon Fehler. Also ich vermute mal, konnte nicht übertragen werden. Also denke ich mal, hat es wohl nicht funktioniert. Na doch, es ist da. Bestimmt irgendwelche Zusatzpakete nur. Ja, EasyTag läuft unter Arch. Was das auch immer ist, könnte man jetzt googeln, aber es scheint zu funktionieren. Was ich vorhin sagen wollte,
Es ist schön, wird schön dargestellt in der Konsole, was gerade passiert, schön transparent, das finde ich gut. Die einzelnen Installationsschritte kann man so ein bisschen nachvollziehen, auch wenn man da nicht, oder ich zumindest nicht allzu viel mit anfangen kann. Ja, dennoch hat man da einen schönen Überblick und dann ist der Installationsprozess auch nicht ganz so langweilig. Ja, jetzt gucken wir mal unter Ubuntu EasyTag. Das habe ich meine ich schon installiert, habe ich noch nicht. Okay, genau, das können wir mal vergleichen. Wenn wir jetzt unter Ubuntu EasyTag installieren, wie es dann ausschaut. Sudo apt-get, gut, das kann man glaube ich weglassen, das get mittlerweile. Install easy tag. Richtig geschrieben. Sieht erstmal ganz gut aus. Gut, hier fragt er auch nach. Das ist erstmal die Darstellung nicht ganz so übersichtlich. Ne? Klar ist es, kann man ja auch alles nachlesen erstmal, was jetzt hier so alles passiert. Aber die Darstellung bei Arch Linux, die ist da schon ein bisschen schöner. Okay, hier gibt es keine Fehlermeldung. Ich meine, hier wird auch alles dargestellt, ne? Keine Frage, was jetzt genau im Einzelnen passiert, aber ja, das ist jetzt nicht so schön wie bei Arch, ne? Hier ist es richtig so schön, so eine kleine Tabellenform, das finde ich richtig gut. Das machen wir aber nochmal Ubuntu. Hat auch funktioniert. Dann testen wir mal. EasyTag. Unter Ubuntu. Was dann viele immer machen, Versionsvergleich, Info. Hier haben wir 243 unter Ubuntu. Und unter, das machen wir auch mal wieder zu. Und unter Arch. Unter Arch haben wir gar nichts. Wer lädt noch? Was haben wir da? Ah, hier ist schon ein kleiner Unterschied, ne? Hier habe ich keine Info. Okay, dann machen wir das anders. Versionsabfrage. Dann gehen wir wieder ins Terminal. EASY Tag minus minus Version. Da haben wir auch die gleiche Version 243. Okay, das soweit erstmal so gut. Das sind so meine ersten Eindrücke, die ich jetzt über Arch Linux so gesammelt habe in der virtuellen Maschine. Und ich war natürlich erstmal begeistert, dass es A geklappt hat und ja, so ein paar Kleinigkeiten, wie jetzt zum Beispiel mit dem Terminal, mit der Installation und so weiter, das fand ich schon sehr gut. Das GNOME als solches ist natürlich hier noch ziemlich nackig. Ne? Das muss jetzt hier auch noch ein bisschen verschönert werden. Der schwarzen Leiste gefällt mir nicht. Genauso wie jetzt hier mit diesem hellen Fensterthemen. Ja, das sagt mir auch nicht zu. Ja, das werde ich alles dann nach und nach dann ändern. An meinen Bedürfnissen anpassen. Hier noch den einen oder anderen Extension heißt das, glaube ich, hinzufügen. So Zwischenablage ist für mich jetzt wichtig. Ne? WLAN scheint angezeigt zu werden. Hier fehlen auch noch ein paar Angaben, die ich jetzt zum Beispiel hier habe. Ja, ein E-Mail-Angabe möchte ich hier oben haben. Und solche Kleinigkeiten. Das werde ich alles nach und nach anpassen. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, dabei sein. So, jetzt habe ich genug gequasselt. Das war einfach nur zur Einführung, was ich jetzt demnächst vorhabe. Ich hoffe mal, ihr werdet mich ein wenig begleiten. Ja, ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören und für die Kommentare, die ihr schreiben werdet. Also, bis dann und Glück auf!